Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zur heutigen Demo. Heute spielen wir die Demo zu Goblinstone. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und schreibt mir gerne in die Kommentare, zu welchem Spiel ihr mit gerne die Demo sehen wollt. Ja, und damit herzlich willkommen nochmal zur heutigen Demo. Heute spielen wir Goblinstone. Das ist ein RPG-Spiel der etwas anderen Art. Eine kurze Aufklärung, die Geschichte dieses Spiels. In diesem Spiel spielen wir mal so ein Heldenteam aus Goblins. Die Menschen haben so um die 99% der Goblins in diesem Spiel umgebracht. Und die Goblins wollen jetzt versuchen, um ihr Überleben zu kämpfen. Und daraus besteht auch das ganze Spiel. Das ist ein rundenbasiertes RPG. Das heißt, ich werde wahrscheinlich sehr viel rausschneiden müssen. Und ja. Dann lass uns mal anfangen. Das Spiel gibt es übrigens nur auf Englisch. Und ja, ist eine Demo, ist mir klar, dass es noch in der Entwicklung ist. So, das ist unser Team. Nach einer langen Reise. Wisst ihr was, ich lese das nicht vor, weil ich mit Englisch hin und wieder mal Probleme habe. So, unser Goblin-Team. Kann ich die anpassen? Ich kann hier meine Truppe ein bisschen unter die Lupe nehmen. Der kämpft mit Fäusten. Der hat irgend so einen Stick. Ich hoffe übrigens, dass ihr alles gut sehen könnt, weil bei mir ist der Bildschirm ein bisschen kleiner. Kann ich denn irgendwas ausrüsten? Nö. Dann let's go. Und wir haben sogar noch einen Geschichtenerzähler im Hintergrund. Ahead, an adventurer rests. Quietly they sneak. Der hat einen unserer Freunde gefangen. Attacke. Also hier ist das halt wirklich mal komplett umgedreht. Wir versuchen die Menschen umzunieten. Ja, das ist rundenbasiert, das habe ich ja gerade eben schon gesagt. Okay, und nach der Timebar hier oben, da richtet sich es, wann wir angreifen. Gerade hängt es ein bisschen. So. Ich slash ihn. Hoio. Ja, danach gehen die nach hinten. Hau ihn. Ich glaube an euch, kleine Goblins. Gebt euer Bestes. Au. Also die haben alle einen Namen. Zack. Bedenkt Leute, die wurden fast ausgelöscht. Also wir spielen so gesehen die Guten. Hallo. Another one joins their company. So, jetzt haben wir jemanden, der sich unserer Party angeschlossen hat. Jetzt sind wir 5. Der hier ist jetzt neu. Kann ich eigentlich den Namen ändern? Nö. Der ist Starjuicer. Okay, weiter geht's. Die Demo geht wahrscheinlich bis zum ersten Boss. They chance upon a carcass concealed by the stench. Oh, lecker. Of unclaimed meat and giblets. Die nehmen, was sie finden, ne? Scavenged to the bone, leaving nothing to waste. Kann ich die auch nutzen? Was machen die denn? Nutzen kann ich jetzt nicht so wirklich. Hallo? They happen upon a downtrodden orc still clad in rags and shackles. At his feet, a freshly dug grave adorned with a bone club buried in the barrow. The goblins timorously disturb the orc in his mourning. Uneasily, they speak to him, ask about a nearby ruin in these woods. Barely noticing their presence,
The orc wipes away a tear with one hand as he raises the other to give direction. Politely thanking the grieving orc, the goblins discreetly withdraw and leave him to his sorrow. Ach, der arme Orc. Der hat wahrscheinlich gerade entweder ein Kind oder seine Frau verloren. Also hier sind wirklich die Menschen die Bösen. Die hatten nicht mal irgendeinen Grund, die wollten die einfach nur töten. Just beyond an old forgotten watchtower, held fast by a great forest. Sind die gerade hingefallen? Also momentan, ich kann auch nicht viel falsch machen, weil ich kann nur eine Attacke machen. Oh, noch mehr Abenteurer. Oh nein. Humans have taken their name. The road ahead will not be easy. Sie haben noch einen unserer Freunde gefangen. Erstes Blut. Wenn er keinen Schaden hat, dann kann ich ihm Blut hinzufügen. Zack. Einer von unseren Goblins ist müde. Die Müden, die machen, die kriegen mehr Schaden. Ich werfe einen Stein nach dir. Ich habe ihn gestunt. Für eine kurze Zeit. Der hat auch noch keinen Schaden, also. Au! Pass auf! Ich kann nur den hinten angreifen. Aber ist gut, so kommt er wenigstens eine Zeit lang nicht zum Angriff. Okay, Retaliate und Intercept haben wir. Okay, für die nächsten 150 Times Attacks. Ach, das ist ein Konter. Mach mal Intercept. Ich glaube, ich habe ihn jetzt kurzzeitig aufgehalten. Ach, der hält ihn dann auf. Und wenn ich dann das andere dann mache, dann würde er ihn kontern. Okay, wirkt auf mich schon recht praktisch. Nein! Also meine Abenteurer, die Goblins, die können auch sterben und die werden auch nicht ersetzt oder wiederbelebt. Tja, unsere Rasse stirbt immer weiter aus. Wenigstens kann ich ihn da hinten aufhalten. Nein! Star Juice! Shockwave. Zack! Er kann nicht mehr. Ah, ich kann jemanden exekutieren. They push ahead and seize the chance. Passt auf, ihr Kleinen! Also, hier tun einem die Goblins mehr leid als die Menschen. Aber die Goblins werden hier geknechtet. Ich hab dich gerettet. Werden die eigentlich irgendwie geheilt? Was habe ich eigentlich für hohe Junk? Das kann ich verkaufen. Okay. Der ist jetzt neu. Ich glaube, das ist ein Magier. Oder ein Priester. Die heilen sich nicht. Aber dafür habe ich ja den einen jetzt. Jetzt kann ich damit den einen hier gleich heilen. Hoffentlich. Oh nein, da sind noch mehr von denen. Quietly, the goblins approach the ruins, peering from behind a bush.
They watch nervously as a pair of human adventurers awkwardly stumble out of the ruins. Deeming it too dangerous to proceed, they search for a more discreet way to enter the ancient ruin. Okay. Soll ich mich jetzt einfach vorbeischleichen? Kann ich nicht. Wir haben es geschafft. Wir sind nach Hause zurückgekehrt. Wir haben nur leider einen Kameraden verloren unterwegs. Wir werden ihn nie vergessen. Er hat sich für uns geopfert. Wir Splatter. Du mögest nie vergessen werden. The goblins make their way under the tree through a dark and uncomfortable. Ich finde es so geil, dass dieses Spiel einen Erzähler hat. Falls ich es noch nicht erwähnt habe. Unbeknownst to the goblins, they find themselves intruding into a human infested establishment hidden beneath the tree. The crowd scatters in a frenzy at the sight of the unexpected trespassers. Verstecken. As the chaos ebbs, a surly innkeeper and his flunkies are all that remain. He turns to the goblins with a baleful glare, intent on exacting retribution. Oh nein! Der will mich mit einer Fleischkeule verprügeln. Ist wahrscheinlich der erste Boss. Aber vom Prinzip her finde ich das Konzept mega gut. Nein, noch mehr Köche. So, hier. Also, das bringt mir erst was, wenn der blutet. Muss man immer erst lesen. Und guck dir. Wenn ich kann, werfe ich einen Stein auf den ganz hinten. Dass der am allerwenigsten angreifen kann. So. Und bei dir hätte ich gerne, dass du konterst. Tenderize, was ist denn das für ein Statuseffekt? Oh, denn ne, krieg viel mehr Schaden. Quicken? Damit kann ich meine Zeit da unten ein bisschen verkürzen. Ich kann Targets stunnen und mich selber heilen. Nee, ich heile ihn dafür, aber er kann sich halt nicht bewegen. Und das Hex. Damit mache ich nur ein bisschen Schaden. Mach lieber Haste, damit der schneller angreift. So, der eine blutet schon. Der hat auch irre viel Leben. So, First Blood, dann haben alle Blut. Und es ist gut, dass Whipman da gerade vorne ist, weil das ist der, der den Stein werfen kann. Whip halt durch! Ja, das. Darauf habe ich die ganze Zeit gehofft. So, ich kann ihn stunnen. Einfach so. Es ist immer gut, wenn ich die einfach stunnen kann. Und dann kommen die gar nicht erst zum Angriff. Ah, ich habe dieses Tendernis oder was das war endlich weg. So. Du blutest. Aber du bist eh schon fast tot. Tschüss. Einer weniger. Die Frage ist, kann er immer wieder neu holen oder ist das egal? Also kann ich die einfach töten? Okay. Soul Shock. Shock the enemy, dealing 5 and inflicting knockback.
Tschüss! Ah, das haut den nach hinten. Ja komm, greif an! Okay. Okay, das sollte ich auch machen. Das ist noch eine Erweiterung von dem... hier, von dem... Block, wo ich die konter. Das trifft dann direkt alle und macht auch noch Schaden. Ich kann momentan nur den einen Angriff machen. Komm, wir schaffen den Innkeeper. Oh, der kann die wirklich immer wiederholen. Okay, dann muss ich mich auf jeden Fall um den kümmern. Und am besten einen von den Köchen am Leben lassen, dass er nicht zwei hat. Oha! Die Schockwelle war ja mega stark. War aber auch Glück, dass er den Molotow genau auf den geworfen hat. So, Zeit für dich zu gehen, Innkeeper. Jetzt ist nur noch der eine Koch da. Du schaffst das. Whip, ich glaub an dich. Hau ihm ins Gesicht. Das ist für meine Freunde. Die ihr alle gekocht habt. Also, ich finde das Spiel mega cool. Und ein Fleischhammer. Warte. Ich will den nutzen. Kann ich offenbar so nicht. Da kann ich rausgehen. Okay, wir können nur rausgehen. Das haben wir geschafft. Das ging gerade so gut. Wir haben Food und wir haben Gold gemacht. Also mit dem Essen kann ich mich auch außerhalb des Kämpfens heilen. Ah, okay. Ab hier erst in der Early Access. Zumindest die ganze Erfahrung. Was kann ich hier jetzt alles machen? Kann ich die hier jetzt kaufen? Campgrounds. Merchant. Ich kann hier Sachen kaufen. Und der guckt aber freundlich. Ja, die Sachen sind ja einfach nur zum Verkauf, ne? Das sind Waffen. Wahrscheinlich kann ich die auch nur hier ausrüsten. Classes Raider. Ich trade das erstmal nur. Habe ich denn Raider? Ja, ich habe doch direkt zwei von denen. Ich kaufe mir noch so eine Axt. Und einen besseren Stuhl, weil der Typ ist recht gut. Kann ich auch noch den Stein mir leisten? 2200. 369 bräuchte ich noch. Also das will ich ja eh verkaufen. Ich kann leider nur für zwei kaufen. Ja komm, dann weg mit der Axt. Die beiden Sachen will ich auf jeden Fall verbessern. Das sind jetzt die ich dabei habe, oder wie? Ach nee, die kann ich recruiten. Und ich kann mir jetzt so viele holen, wie ich möchte, oder? Ich recruite die einfach mal alle. So, wo sind denn jetzt meine Goblins an sich? Die ich jetzt besitze. Die laufen da unten alle rum. Boah, ist das riesig. Ja.
Ich weiß, die Demo ginge jetzt noch ein bisschen, aber ich will jetzt nicht so viel schneiden müssen. Also sag ich einfach mal, dass wir hier jetzt Schluss machen. Ich denke mal, viel mehr würden wir jetzt nicht sehen. Vielleicht spiele ich das Spiel aber, wenn Early Access oder generell das Spiel selber noch draußen ist, weil ich das Spiel eigentlich vom Prinzip her mega cool finde. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!